Don't play the offended liver sausage. The German language has a rich array of idiomatic expressions. Just don't take them too literally, because that can be kind of confusing. I'm standing on you. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man jemanden scharf findet oder nett oder was auch immer. Ich finde dich attraktiv. I think my pig's whistling. Das ist, finde ich, schwierig zu erklären. Das kann nicht sein oder das ist ja verrückt, aber eher so im negativen Sinne. Don't play the offended liver sausage. Ich denke, das ist relativ wortwörtlich gemeint. Okay, Leberwurst ist natürlich metaphorisch vielleicht gemeint. Sei nicht so drauf, nimm's nicht so ernst. Aber warum das jetzt mit der Leberwurst zu tun hat, keine Ahnung. The bear tap dances here. Hier, also geht es ab, beziehungsweise hier ist das Mittelpunkt des Geschehens. Also hier geht die Party ab. I have such a tie. Ich bin richtig genervt. Ich bin sauer. You are beaming like a honey cake horse. Das wird mir oft gesagt, dass das Grinsen bis hier oben geht und dass es richtig süß aussieht, wie Honigkuchen. I know how the rabbit runs. Ja, dass man weiß, wie es geht. Ja, ich kenne mich aus. Ja, wenn ich eine Gegebenheit schon öfter durchlebt habe, dann weiß ich, wie der Hase läuft. Out the mouse. Ist vorbei? Vorbei. That's not my beer. Damit gebe ich mich gar nicht ab, weil es nicht meine Sache ist. Da habe ich nichts mit zu tun, da halte ich mich fern von. That's cheese. Das ist Käse, ist ja so ein Ausdruck dafür, so, das ist Mist. Das ist Quatsch. Ja, Schwachsinn. You have one on the waffle. Du spinnst wohl. Du bist bescheuert. Peace, joy, pancakes. Also, mir schmecken die auf jeden Fall mit Apfelmus und Zucker und so. Das ist das Happy End am Schluss. Alle sind glücklich. Ja, alles ist eigentlich gut. German might get a bad rap for not being quite as easy on the ear as some other languages. But that was some poetry right there. Ousty mouse.